Was ist mit Italien? Vor ein paar Tagen starben 6.000 Menschen an Corona. Blüht uns nicht das Gleiche, wenn wir nichts unternehmen? Meine Antwort: Es ist bekannt, dass dieses Virus wirklich außerordentlich schnell sich ausbreitet. Vielleicht gerade deswegen, weil es so relativ ungefährlich ist und gesunde Menschen nicht ernsthaft dran erkranken. Das heißt, ich werde infiziert, dann gehe ich rum und infiziere Sie. Und Sie merken das nicht. Desto wichtiger ist es, dass man unterscheidet zwischen Ursache und Nebensache. Man kann nicht dahin gehen und sagen, ist das Virus da, dann ist das Virus schuld. Das ist das, was aber in Italien gemacht wird und bei uns und in Spanien leider auch und weltweit. Und das führt natürlich in diese Situation, die fast ausweglos ist. Vor einigen wenigen Tagen hatten wir den ersten Corona-Toten hier in Schleswig-Holstein zu beklagen. Es war ein 78-jähriger Mensch, Mann, der an Endstadium Ösophaguskrebs litt und seinen letzten Frieden auf einer Palliativstation suchte. Einige Tage vor seinem Ableben wurde der Virusabstrich genommen und nach seinem Tod wurde der Befund mitgeteilt. Sofort wurde er eingetragen in die Corona-Todesliste Deutschlands, also die Nummer 52. Was in Italien abgeht, weiß ich nicht, weil um wirklich zwischen Ursache und Nebensache zu unterscheiden, bräuchte man Daten. Daten des Krankheitsverlaufs und Daten der Hintergründe des Todes. Die haben wir nicht. Aber zu sagen, dass weil das Virus da ist, das Virus auch die Ursache des Todes ist, und dann zu sagen, und wenn ja, dann müssen besondere Maßnahmen ergriffen werden, um den Toten gefahrlos zu seiner Ruhestätte zu bringen. Das ist das, was zu den filmreifen Szenen in Italien führt. Wenn wir so weitermachen, dann werden Sie und ich unsere Lieben nicht mehr im Krankenhaus besuchen dürfen und uns von ihnen verabschieden, wenn die Zeit kommt. Wollen Sie das wirklich? Ich denke, dass die Zeit gekommen ist, dass Sie sich hinsetzen und überlegen, was zu tun ist. Verlangen Sie doch, dass diese Fragen offen, kritisch und sachlich diskutiert werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute.